Wow, ey, scheiß Hund. Nicht schon wieder, du. Leute, willkommen zurück zur vierten Episode von meinem Let's Play zu Zelda no Dense zu Mutsu no Mukamen. Ich hoffe, wie es die Japaner sagen würden, das hat man letzten Tag schon mal, ich weiß. Der will mich mal anjumpen, der hat ein Problem mit mir. So, wir haben im letzten Part den Dreitageszyklus beendet und neu gestartet. Und jetzt haben wir die Ocarina von Horokid erhalten. Leider aber nicht seine Maske, das war nicht möglich. Wir hatten sonst einfach nichts, was wir machen konnten. Wir konnten ihm so viel einblasen, wie wir wollten. Ihm Blasen beschießen, wie wir wollten. Ich hatte nicht gewollt, wir haben die Maske nicht bekommen. Aber wir haben unser Instrument wieder. Und das ist auch ein Anfang. Oder auch nicht. Oh, hast du dem Kobold dein edles Instrument abgenommen? Oh, oh, du hast sie, du hast sie, du hast sie, du hast sie. Du, bist du eine Eule oder warum kannst du deinen Kopf so weit drehen? Das sieht voll creepy aus. Holy shit, da habe ich früher nie drauf geachtet. Da hat mir gesagt, hey, wenn du es dem Typen gibst und das, denen die Ocarina wieder gibst und der da Auge ist, guck mal, wie sein... Alter, das sehe ich jetzt erst. Ist ja krass. Dann hör mir zu. Bitte spiele dieses Lied nach, das ich dir vorgetragen werde. Präge es dir gut ein. Oh, die Musik ist wunderschön. Eins meiner absoluten Lieblings-Zelda-Soundtracks. Das ist so geil. Das ist richtig schön. Du hast das Lied der Befreiung erlernt. Ja! Erstmal Horror-Action hier. Was ist los? Der Riesendeku. Und der wird immer kleiner. Und leg so, tschüss, du Spacken. Ich bin cool und du nicht. Und, oh, wir sind wieder wir selbst. Oh, schön. Diese Melodie hilft gegen böse Magie und unruhige Geister, indem sie sie in Masken verbannt. Das sollte dir in Zukunft weiterhelfen. Sehr gut, zum Andenken an diesen Tag gebe ich dir diese Maske. Fürchte dich nicht, denn der Zauber ist in ihr versiegelt. Wenn du sie trägst, erlangst du deine vorherige Form. Nimm die Maske wieder ab, um dich zurückzuverwandeln. Geil, das ist richtig cool. Die Dekuschale fiel von deinem Antlitz. Antlitz? Was für ein Wort, von deinem Face. Drücke Start und positioniere sie im Inventar auf bla bla bla, drücke G und dann bist du voll Porno. Um in den Körper des Deku zu schlüpfen und dann nochmal um dich zurückzuwandeln. Ist ja logisch, ne? Nun, ich habe mein Versprechen eingelöst. Der Hund hat sie gefressen, eindeutig. Jetzt ist dann dir dein Teil des Versprechens einzulösen. Es gab wirklich keine Möglichkeit. Meine Maske? Du hast sie zurückbekommen, oder? Oh! Was hast du mir angetan? Wenn du meine Maske da draußen zurücklässt, wird etwas Furchtbares passieren. Alter, sein Face, er rastet voll aus. Alter, Evil Knievel Action. Diese Maske, die mir gestohlen wurde, ist Mujura no Kamen. Es ist Majoras Maske. Ihr haftet einen Fluch an. Es wird erzählt, diese Maske war Bestandteil von Hexenritualen eines altertümlichen Stammes. Ach, so geil. Weiterhin wird berichtet, ein übler und feindseliger Schleier falle über denjenigen, der die Maske trägt. Ich muss in der Nase kratzen. Stimmung zerstört, für ein für alle Mal. Wenn man der Legende Glauben schenkt. War das Unglück, das durch Majoras Maske angerichtet wurde, so groß? Wow, Flame! Das hat der Juwel Ocarina of Time, der gerne auftritt. Dass die Urväter sie aus Angst vor einer größeren Katastrophe in Finsternis versiegelten und weiteren Missbrauch zu vereiteln. Holy shit.
Das ist ja voll evil, Knievel. Ich fand die Geschichtenerzählung damals echt cool. Doch der Stamm ging unter, also weiß niemand von der wahren Natur der Kräfte, der dir die der Maske innewohnen. Jetzt war ich gerade voll zu langsam, Entschuldigung. Aber ich spüre sie. Und sein Face dazu, die Ausdrucksweise ist so cool. Das ist auch, weißt du, das ist N64-Zeit, ja. Das ist noch, ich glaube, ja, 2000 war es. Und die haben da schon so viel Emotionen in das Spiel reinbekommen. Ich fand ja schon cool, dass in Wind Waker so ein extrem lebendiger und, ja, Link mit starker Mimik ausgeprägt war. Das habt ihr in meinem Livestream bestimmt schon mehrmals gehört von mir. Aber das ist hier im Spiel echt cool umgesetzt und auch Links Ausdrücke teilweise und einfach alle von den Charakteren. Und ach, ist einfach nur geil, muss man einfach mal sagen. Ich bin weit umhergewandert, um diese sagenumwobene Maske zu finden. Und als ich sie besaß, spürte ich, wie sich ein düsteres Omen abzeichnete. Ich fühlte, wie das Entsetzen seiner Hand nach meiner Seele ausstreckte. Okay. Doch jetzt hat dieser Kobold sie. Oh, sein Face rastet wieder völlig aus. Ich flehe dich an. Du musst diese Maske bald wieder beschaffen, oder was Schreckliches wird passieren. Onigashimas! Voll geil. Ich flehe dich an, ich flehe dich an. Du musst es schaffen. Wirklich? Wirst du das für mich tun? Ja, natürlich, Mann. Ich war mir sicher, dass du dich so entscheiden würdest. Du schaffst das. Du bist dieser Aufgabe gewachsen. Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten. Hab Vertrauen. Ja, yeah, you have met with a terrible fate, aren't you? Yo, schnu. So, wir haben, okay. Wir haben unsere Maske zurückbekommen und ich muss mich erst daran gewöhnen, dass wir die Kamera hier mit dem Knopf drehen und nicht mit den C-Buttons, weil das wird mir öfters passieren, weil ich bin einfach die Wind Waker-Steuerung gerade aktuell gewöhnt. So, und so, wir haben alles wieder normal gemacht. Diese Maske. Was los? Das Horror-Kid missbraucht die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. Na, du warst ja mit deinem Flauschentecker am Anfang auch nicht gerade nett. Kostet, was es wolle, aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Die Sümpfe, die Berge, der Ozean und der Canyon. Was würde Tail uns damit sagen? Ich wette, er meinte die vier Gebiete außerhalb der Stadt. Du findest sie im Norden, Süden, Osten und Westen. Hm, macht irgendwie Sinn. Und was meinte er mit die vier, die dort warten? Ich habe keine Ahnung, wenn er nur rascher zum Punkt gekommen würde. Du solltest einfach losziehen und das Haus finden. Geradewegs durch dieses Tor führt dein Pfad direkt in die Sümpfe. Jo Leute, an der Stelle werde ich jetzt aber nicht direkt in den Dungeon stürzen. So Hundi, bist du immer noch so kacken aggro, ja? Ich hatte wie ein Mensch, du Arsch. So Leute, und eine Sache mache ich jetzt mal ganz kurz für euch. Ich habe schon wieder, wow, ich habe schon wieder ein Drittel des Parts ungefähr aufgenommen für die ganze Szene jetzt. Ja, das ist so story-intensiv für Spiel, das ist cool. So Leute, Achtung, creepy Action. Scheiße! Alter, das sieht so krank aus. Wenn wir die Maske wieder aufsetzen, um wieder zum Deko zu werden. Das ist so geil gemacht. Das war so fucking episch. Ich habe die Animation damals tatsächlich, man kann die wegdrücken, ich zeige das jetzt. Ja, Swoot doppelt gedrückt. Und Swoot doppelt gedrückt. Und so können wir die Maske schnell auf- und absetzen. Ich habe das damals irgendwann einfach weggedrückt mit Absicht. Einfach nur, weil ich fand das wirklich schon fast Richtung grausam. Ich, als Kind habe ich es nicht ausgehalten, jedenfalls nicht allzu oft. Da hatte ich dann so langsam Albträume davon, ohne Witz, ohne Scheiß. Also, das Spiel ist ab 6. Ey, hallo, please. Also, ich habe überhaupt nicht... Was ist los? Schnu. So, wir können jetzt eigentlich alles tun. Wir können nach außen gehen, wir können alles erledigen. Aber was ich erstmal mache an der Stelle, ist, ihr seht auch jetzt, die Zeit vergeht nicht mehr ganz so schnell. Ich glaube, der erste 3-Tages-Zyklus ist nochmal schneller. Und wir können diesen Zeitzyklus, so wie jetzt ist, ich glaube, jetzt ist es wirklich exakt eine Minute, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt diesen können wir nochmals verlangsamen. Und zwar, indem wir die Hymne der Zeit rückwärts spielen. Wenn man es mal rechts, runter, also... Du hast die Ballade des Kronos gespielt. Soll der Lauf der Zeit verlangsamt werden? Ja, bitte, mach das mal. Weil ich denke mal, das kann uns... Das kann nur gut sein. Das kann echt nur gut sein. Und wir können so viele Dinge tun. Es ist so geil. Ich liebe das. Ich finde das so geil. Ganz im Ernst, das ist richtig cool. Ich möchte gerne in den ersten 3-Tages-Zyklus ganz, ganz viel machen. Und ich weiß nicht, wie viel davon wirklich Story sein wird. Weil man kann so viel erledigen. Und das ist so genial. Ich liebe das einfach. Das ist, glaube ich, eins der Spiele von der damaligen Zeit her, die noch
richtig viel Sidequests in der haben. Auch das Spiel ist ja, Zelda ist ja für mich nicht nur so richtiges Action-Adventure, ist ja für mich auch ein bisschen RPG, einfach weil man so eine gewisse Rolle als Link erfüllt und das heißt ja Rollenspiel und heißt das ja nicht umsonst so. Und einfach auch insgesamt auch, ist einfach nur genial. So, nö, wünschlos glücklich hier. Er würde uns auch jetzt auch, wo wir jetzt auch, wenn wir kein Deku sind, würde er uns trotzdem als Kai erkennen. So, ihm müssen wir bloß zeigen. Stehen geblieben, was hast du am Meer zu erledigen? Außerhalb der Stadt von unzähligen Gefahren. Ich kann das dem Kind nicht. Ein Schwert? Oh, ich bitte um Verzeihung, werter Herr. Es war falsch von mir, Sie wegen Kind zu behandeln. Von der Schiegelbucht aus hat man einen herrlichen Blick aufs offene Meer. Seien Sie trotzdem vorsichtig. Jo, und jetzt können wir überall aus der Stadt rausgehen. Und ich werde an der Stelle erstmal Richtung Norden aufbrechen. Ich sag mir so, hä, aber ich denke, wir sollen jetzt Richtung Süden gehen. Nein, ich gehe erstmal, ich glaube, Richtung Norden war es. Ich möchte meinen, es war Richtung Norden, oder? Ich glaub mal, ja, es war Richtung Norden. Da möchte ich gern hin. Für eine besonders. Ach, siehst du, da können wir noch ein Herzteil einsammeln, Leute. Das skalt ja jetzt. Jetzt muss man da so kacke hochlaufen. Das kriege ich als Deko immer irgendwie besser hin als. Ach, man, du musst festhalten müssen, du. Du Arsch mit Ohren. Schnur. Komm schon, Link. Ach, komm schon, Mann. Ich hab das doch sonst mit dem Deko auch beim zweiten Mal hinbekommen. Das kann jetzt nicht wahr sein. Warum kriege ich das jetzt nicht hin? Das ist gar nicht mal so schwer. Man muss es. Oh, Mann, oh. sorry. Schnu. Ach, Mann, oh. So eine Kacke. Ich raste hier gleich aus. Ach, Mann, Link. Wisst ihr was? YOLO-Mode. Drauf geschissen. Ja, er schafft's aber auch nicht. Was zum Henker? Ach, Mann, oh. Schnu. Hör da jetzt mal auf. Geh da hoch. Ach, du musst dich doch was ranhängen, hallo. Ach, komm schon, please. Alter, ich habe überhaupt nichts gedrückt. Ich habe echt nichts gedrückt. Dann muss ich noch mal ein bisschen an der Controller-Einstellung rumfriemeln. Und ich will da jetzt verdammt noch mal hoch. Alter, ey, komm, please. Kommt man da nicht anders so? Ach, das ist doch kacke. Ach komm, hallo, du musst dich. Ich vor allem beim ersten Mal, wo ich es nicht gebraucht hätte, habe ich es beim zweiten Mal geschafft. Und jetzt brauche ich hier 10 Millionen kacke Versuche. Was soll denn der Scheiß? Mann, oh. Komm schon, häng nicht rein. Du bist doch ein Stöpsel. Ich raste aus. Komm schon jetzt. Oh, Alter, er steht schon davor und packt einfach nicht richtig zu. Ey, was soll denn bitte? Ich hab doch was gesagt, Link. Was? So ein Schmarrn. Eigentlich da hinten nur. Nee, da komm ich nicht hoch, oder? Oh! Oh! Oho! Oh shit! Hier kommt man ja hoch! Warum sagt mir das keiner? Das wusste ich noch gar nicht. Oh, und ich bin da immer die Kackrutsche hochgelaufen. Oh, boah, wie eklig. Warum müssen wir denn das jetzt erst nach... Okay, gut. Ich glaube, das kommt man davon, wenn man das Spiel erst so richtig wirklich erst einmal durchgespielt hat. Man kann auch ganz viel entdecken, Leute. Aber wir haben ein zweites Herz ja erstmal gefunden. Das ist mal schon mal schön erstmal. Erstmal schön. So, wir machen jetzt erstmal als erstes den hier. Hey, was willst du, Rutzel? Was ist denn Rutzel? Stell mich nicht, während ich übe. Ja, Wir stellen uns mal außerhalb seines Sichtfelds. Weil, wir haben ja mal gesagt, er hat uns mal gesagt, ja, du bist Deko, Rassismus, bla bla, schwarze Menschen sind. Nein, egal. Und, wir schießen jetzt den Ballon einfach mal ab. Oh. Ey, schon wieder? Nee, nicht schon wieder. Er weiß halt ja gar nicht, dass das passiert ist. Wieso, Netze? Verwandle ich mir einfach und sage, ich war das. Geht das? Hast du den Ballon getroffen? Wow, kakui. Hey, wenn du willst, mache ich dich zum Mitglied unserer Bande der Bomber. Aber um Mitglied der Bomber zu werden, musst du einen Test bestehen. Versuch's doch mal. Jo, Aufstellung. Und das ist wieder ein kleiner Frumpfrumpel. Den muss man umfrumpfen. Ja, kennen wir schon. Das kenne ich doch alles schon. So, das Problem irgendwie ist, als Link ist es irgendwie erheblich schwieriger, habe ich das Gefühl. Weil,
unser Kumpel, der Deku, kann so eine schöne Rolle. Und das ist doch total toll. Also, Link kann eine Rolle und bleibt danach ganz kurz stehen. Das heißt, zum Beschleunigen eignet sich die Rolle nicht so richtig wirklich. Ouch, ich habe den Baum gerampelt. Das wollte ich nicht. Weil ich kann ihn einfach... Ich krieg ihn einfach nicht. Ja, er bleibt jetzt hier hinten drin. Und... Ach, er rennt in mich rein. Das ist natürlich super gut. Das ist super toll. An sich, ja, Deku ist halt schneller und wir können allerdings leider natürlich nicht als Deku-Link jetzt die Aufgabe hier machen, das wäre ja irgendwie super derp. Oh, ich hasse mich gefangen, oh drei. Ich hoffe, ich schaffe das wenigstens auf den ersten Versuch und scheitere hier nicht allzu doll. Das wäre vorher kacke und super peinlich. Tschüss Kumpel, ich suche mal eure anderen Schniedelwurzes. Und dann sind wir nämlich das richtige Bomber-Mitglied hier, so wie sie es gehört. Und das brauchen wir dann auch bloß jetzt noch. Also wir machen jetzt quasi jetzt noch ein zweites und letztes Mal damit auch endlich. Hyper! So schnell der! Link! Oh, das wird verpennt. Ja, komm. In die Ecke gedrängt und jawohl. Nur noch zwei, scheiße, Mann. Ja, ja, I did it. So. Oh, hallo. Na, Berge ist stressig und beschäftigt. Alter! Was zum? Ich habe eine ganz komische Joystick-Position hat er. Also da muss ich auch noch dran ändern. Das ist ja nicht so cool. Was ist denn der? Wo kommst du denn her? Oh, scheiße! Ist ja krank. So, manchmal, wenn ich eine bestimmte Joystick-Position habe. Ja, jetzt habe ich den C-Knopf für die benutzt. Ich verstehe es nicht. Manchmal, wenn ich eine bestimmte Taste drücke oder so, dann holt er immer irgendwie einen C-Knopf raus. Ich muss da mal mein Controller-Plugin mal ein bisschen filzen. Wo daran da liegt, weil das nervt irgendwie ein bisschen. Immer diese Steuerung. Immer schlimm. Also, auch wenn ich da irgendwie fail oder so in der Dispositiv, ist natürlich alle der Emulator schuld. Liegt natürlich überhaupt nicht an meiner Unfähigkeit. Nein, wie kommt ihr denn darauf? Das ist ja mal total unwahrscheinlich. So. Da ist der Schlömpel. Attacke! Aha, One-Hit-KO, voll in den Nacken gerollt. Fällt so ein Knacken, Schlag in den Nacken, Kumpel. Na, du bist ja voll Schnafte. Kai, ab heute ist das Kitter, also die haben jetzt vom Hawk geredet, das war ihr letztes Mitglied. Hört es raus, ich mache Kai zu einem Bomber, ihr habt doch nichts dagegen, oder? Sehr gut, raus mit dem Deku, Rassismus. Dies ist das Notizbuch der Bomber, es beinhaltet unsere Regeln, ja, das ist auswendig. Nö. Du hast das Notizbuch der Bomber erhalten. In diesem Buch sind die Tagespläne einzelner Personen verzeichnet. Drücke Start, den Statusbildschirm aufzurufen, drücke auf dem Notizbuch und drücke A, um Einträge zu lesen. Erstens, finde Menschen in Not und füge ihre Namen und Bilder ein. Das ist nur Platz für 20 Leute. Zweitens, verspreche ihnen zu helfen, vermerke Versprechen und dann Aufklebern. Halte deine Versprechen immer ein. Drittens, hast du ein Problem gelöst, dann hältst du zur Belohnung einen Jubelaufkleber. Er bleibt in deinem Buch. Auch bei Zeitrückschritten, Leute, ja. Sieben, viertens, entferne keine Aufkleber. Sie helfen dir, dich an den Sorgen, Leute zu erinnern, bis jeder glücklich ist. Vergiss nie diese Regeln. Also gut, ich bringe jetzt den Geheimcode bei, den kennen wir schon. 1, 2, 3, 4, 5. Also 5, 3, 2, 1, 4. Der hat sich natürlich nicht geändert. Und ich glaube, der wird auch immer nur resettet mit einem neuen Spielstein. Hey, der Code lautet... Die geheime Bruderschaft der Bomber wurde zum Dispo eingetragen. Dir wurde ein geheimer Code anvertraut, das wurde nützlich profitiert. Ich kann nicht mehr quatschen, Alter. Schon wieder? Ich hab nix gedrückt. Was ist das? Okay, macht Sinn. So, witzig, ich zeig euch das einfach mal ganz kurz. So, so, da. Und jetzt können wir hier 20 Leute registrieren. Und es gibt auch wirklich nur 20 Personen, die man im Spiel ansprechen kann. Neben den Bombern halt 19, die man ansprechen kann. Und dann kriegt man hier einen Eintrag und dann kann man sehen, an welchem Tag, um welche Uhrzeit man mit denen interagieren kann, um irgendein Ergebnis oder irgendeine Quest hervorzurufen. Das ist ziemlich cool gemacht und so eine Art der Ingame-Hilfe, um ja möglichst viele Quests halt zu finden, weil ansonsten ist es vom Spiel halt aus selbst ziemlich schwierig, wirklich alles so zu finden, wie man es finden soll, weil
Ganz ehrlich, ich habe als kleiner Junge sogar eine Gesamtlösung bekommen. Die haben wir damals... Oh, das kann ich auch machen. So, die können wir jetzt auch aktivieren, die Eulenstatue. Die muss man mit dem Schwert schlagen. Das konnte natürlich der Deko nicht irgendwie. Und hier könnten wir jetzt jederzeit den anquatschen und so eine Art Quicksave machen. Da wird dann halt die Zeit und die Uhr und die Datum gespeichert und alle unsere Items. Und dann kann man das Spiel halt so zwischenspeichern quasi. So eine ähnliche Schnellspeicherfunktion, könnte man sagen. Jo, dann gehe ich mal hier einfach mal zu dem kleinen Platz. Weil hier haben wir damals Buffet bekommen. Die müsste jetzt ja theoretisch wieder hier sein. Natürlich. Heppa. Ah, mein Flehen. Na, kein Problem. Jo, schnu. Nebenbei können wir hier noch ein bisschen Money mitnehmen. Wir sind ja hier 5 Rubine drin. Ja. Wollte ich nicht so alles weiß, wa? So, und die Fee werden wir jetzt nochmals abgeben, denn sie hat ja gesagt, sie möchte mit Link Briefmarkensammlung vergleichen, wenn wir denn wieder eine menschliche Form haben und wir müssen ihr jetzt einfach bloß wiederhelfen. Ja. Warum aber sie nicht daran erinnert, dass sie uns jetzt keine Magie mehr geben muss, sondern uns bei anderen Dingen hilft. Hust. Nein, Link ist noch viel zu klein dafür, der weiß was noch gar nicht. Ich streite mich ja immer noch darum, wie alt Link eigentlich in diesem Teil hier ist oder wie alt Link allgemein immer in seinem Teil ist. Manche sagen immer 12 Jahre alt, aber irgendwie, dafür ist Link ganz schön klein. Naja, Link ist allgemein ja ziemlich klein. Irgendwo bei Soul Calibur soll es ein Insta geben, wo die Größe der Kämpfer aufgezählt wurde und da ist Link als Easter Egg dabei, da steht irgendwie, Link ist nur 1,70 groß oder so. Okay, Link ist ein Schrumpfkopf. 1,70 ist nicht gerade groß für einen erwachsenen Mann? Nö, absolut nicht. So. Yay, unsere Spitzpolygon-Titte. Ich find's so weird. Ja. Und sie ist nur mit Ranken bekleidet. Oh, Taya und du, junger Freund. Hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Alles, was ich dir geben kann, ist dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Lass mich deine Erschöpfung von dir nehmen. Ich dachte, ich krieg jetzt schon was echt Cooles. Oh, ist ja fett. Ich kann schweben. Oh, junger Freund. 4 Tempel beherrschen das Land. In ihnen findest du verirrte Feen, wie ich einst eine war. Ich bitte dich, finde diese Feen und bringe sie zu ihren Quellen zurück. Auch sie werden sich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Erlaube mir, dir ein Geschenk zu überreichen, was absolut hässlich ist, welches verhindern wird, dass diese verirrten Feen vor dir Angst haben. Also, wenn ich das aufsetzen würde, dann würde ich... Er meint, alle haben Angst. Du hast die Feenmaske erhalten. Ja, drücke, setze sie auf, damit die Feen happy mit dir sind. Damit die Maske zu schimmern, ist vermutlich eine verirrte Fee in der Nähe. Ja. Macht Sinn. Versuche mich jederzeit wieder, wenn ich Strapazen in der Reise so schwer auf deinen Schultern lassen. Oder auf den Hüften. Jo, dann haben wir eine weitere Maske erhalten. Das war ja immer easy. Ja, natürlich kann man jetzt erstmal so ein paar leichtere Dinge tun. Und ich habe jetzt erstmal eine ganze Menge vor in dem ersten 3-Tages-Zyklus. Ich möchte auch gerne die größere Geldtasche freischalten. Das war eigentlich der einige der Gründe, warum ich aus dem Nordtor wollte. Ich sehe übrigens, wir haben schon wieder über 20 Minuten. Das kann doch nicht wahr sein. Schnu. Duck-diddle-diddle-diddle-diddle. Ebenen von Termina. Dulululili. Jetzt haben wir auch endlich Mucki hier. Und endlich sind auch Gegner hier. Und die Gegner sind eigentlich jetzt, was ich suche. Und zwar gibt es hier Gegner. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das waren die unten. Ich hoffe, ich kriege das überhaupt noch so hin wie früher. Ich weiß es nicht, Mann. Oh nein. Hier gibt es nämlich die Dodongos. Die kennen manche bestimmt noch aus den Höhlen. Vom 2. Dungeon in Ocarina of Time. Und hier unten kann man erstmal noch... Unten AA, links, unten rechts AA. So, jetzt kann man sich natürlich da hinstellen und sagen, ich will tröten, aber am besten stellt euch so hin und macht so, weil dann könnt ihr im Hintergrund ein bisschen was sehen. Ich stehe jetzt natürlich super scheiße. Irgendwie möglichst so stehen, dass ich alle sehe. Ja, das ist viel zu weit weg. Scheiße, Mann, Schnu. So, jetzt. Ja, so stehe ich, glaube ich, ganz gut. So. Aha, was war die erste Taste? Muss mal gucken. Unten, okay. Unten, AA, links, AA, rechts, AA.
Und wir kriegen dafür 5 blaue Rubine. Ich weiß, dass es Songs gibt, die man in Ocarina of Time zum Beispiel schon mal gelernt hat. Also so eine Sachen wie denn Bolero des Feuers oder so eine Richtung. Und wenn man die spielt, habe ich das mal Gefühl, man kriegt mehr Geld, als wenn man so eine Random-Lieder, so eine Random-Notenabfolge spielt. Ich glaube, da kriegt man immer weniger Geld. Jo, aber ich weiß nicht genau, wie das Kriterium abläuft. So, ich schlitze ihm einfach hier meinen Rücken und halte dann mein Schild raus. Das ist immer die beste Methode, die man machen kann. Das ist super toll. Und ich hoffe, er geht immer down und deckt jede Menge Kohle. Super viel Schotter, der Kumpel hier. Ching, 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 ching. Erstmal richtig Schnappewert hier. Endlich können wir mal richtig Gegner schlitzen hier. Jo. Bams. Haha. Und der hat eigentlich einen ziemlich... Ich wollte mal ausprobiert. Irgendjemand hat mir mal erklärt, dass es so eine Attacke gibt, die kann man machen, wenn man nicht mehr anvisiert. Also so quasi. Und dann... Haha, cool. Da kann man immer so einen Stich, so einen Schildstich machen. Das ist ja auch mal nice. Sollte ich mir vielleicht mal einen prägen, dass ich das öfters mal nutze? Jo, ich weiß. Ah, der ist so ein kleiner, den können wir auch noch schlitzen. Weil wir brauchen ja 200 Rubine, dass wir die größere Rubintasche kriegen. Und ein bisschen kann man ja einfach auch mal jetzt noch ein bisschen machen, was dranhängen. So, und abgesehen. Oh, ein Oh, shit. Haha, cool. Macht echt gut Schaden. Also, ich hab sonst. Boah, sonst hab ich das Gefühl, brauche ich länger, um die zu töten. Na gut. 3,5er immerhin. So, wir können ja immer so 90 Rubine tragen. Also, wenn ich jetzt wieder mit verpiegeln und dann gerne ganz schnell abgehen, dann haben wir schon mal 120 Rubine. Und die spawnen ja wieder, die Gegner. Sowohl als auch das Lied. Da können wir neu spielen und mehr Geld sammeln. Ich will schon mal die größere Rubintasche haben, weil Geld werden wir im Spiel noch jede Menge benötigen. Vor allem, wenn ich 100% für dich durchspielen will. Weil es gibt eine Belohnung bei dem Typen, wo wir auch die Tasche kriegen. Also für 200 Rubine abgeben, kriegen wir ja die 200 Rubine Geldbörse. Und wenn wir 5000 Rubine abgeben, kriegen wir ein Herzteil. Das weiß ich noch. Das kann man auch, glaube ich, gar nicht vergessen. So, nebenbei nehme ich mal das Geld damit. Yay. Mach ich mal als Deko. Geht irgendwie einfacher, weil der Pirouetten-Dance einfach mal irgendwie ein bisschen besser läuft und so. Richtig schön schlitzen. 93 Rubine hier sägetscht. Schon wäre gut. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Schnell, Geld, geil. Jawohl. Das ist very good. So, gehen wir dann jetzt umgeschaut und geben erstmal das Geld, das frisch verdiente Geld, erstmal wieder ab. Wir können jetzt auch erstmal andere Dinge kaufen und so. Ich weiß gar nicht, wie ich das schon machen will. Oder ob das überhaupt geht. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es nicht. Aber theoretisch müsste das eigentlich gehen. Ich gucke mal ganz kurz. Ich nehme mal die Deko-Maske ab. Ich will nur jetzt link rumlaufen. Finde ich hübscher. So, hier, das, ich kann die Zeichen nicht lesen. Weißt du, da steht Poop. Aber nee. Da steht, das sieht aus wie ein Schlüssel, so ein bisschen. Naja, egal. So, der Bombenshop, hallöchen! Herzlich willkommen, Alter. Wie sieht er denn aus? So ein alter Typ mit Tattoos und er jungelt eine Bombe rum. Hier betrachten Sie Ihre Waren. 10 Bomben für 30. Alter Vater. Krabbelmin. Aber ich will die Bombentasche haben, Leute. Yeah, Alter, ich glaube, so früh konnte man in keinem Zelda-Spiel immer mal die Bombe kriegen. Ich find's geil. Du hast die Bombentasche erhalten. Ab sofort kannst du Bomben transportieren und einsetzen. Aus deiner Aufmerksamkeit wird die Bombentasche mal 20 Bomben gefüllt. Eine sehr nette Geste. Macht voll Sinn, weil wir haben jetzt 20. Das heißt, die kosten eigentlich 60 Rubine. Ne? Aber die Tasche kostet 50. Macht das Sinn? Ich glaube nicht. Ja, ich verkaufe dir eine Tasche mit Bomben und die ist billiger als normal Bomben zu kaufen. So, ah, hier ist ja noch ein Corona, stimmt. Ach, hier gibt's nur so viel zu erledigen, Leute. Oh, hallo, willst du sicher ein Pulver fürs Kaufen, oder? Ja, sonst, ich verfüge über eine riesige Bombe, die nicht mal in diesen Laden passt, Alter. Oh, aber ich war es so schwer. Ich bezeuge, dass du sie tragen kannst. Und toll, dass ich überhaupt angefangen habe. Alter Vater. Hier lebt ganz schön gefährlich hier. Also, ich lass mal hoffen, dass der Laden nicht mal irgendwann brennt. Ansonsten ist wahrscheinlich ganz unruhig statt dem Untergang geweiht. Und das war nicht wegen dem Mond. Gut, Leute, wir haben jetzt erstmal gerade mal 12 Uhr mittags. Man sieht schon, es geht irgendwie alles wesentlich langsamer. Da können wir ohne was drin machen. Ich hab's nur so viel zu tun, Leute. Ich glaube es gar nicht. Ich freue mich schon richtig darauf, Leute. Diese Lotterie, das habe ich früher irgendwie auch nie gemacht. Oh, na, so viel zu tun. Ach, ich freue mich da richtig drauf. Jetzt macht das erst richtig Spaß, weil jetzt kann man alles tun. Der Postbote ist unterwegs. Hallöchen, du Postbote. Ja, ich hab's zu tun. Wenn ich mich durch ein Schwätzchen aufhalten lasse, kriegt man halt dann noch ineinander. Schnuschnu. Der Postbote, der großen Wert auf korrekte Zustellung legt, wurde ins Notizbuch eingetragen. Ah, wir haben eine Person registriert, gleich. Geil, können wir auch mal machen. Wir kennen nur so einige, denke ich mal, von früher. Wo ich alle wieder kenne. Ich weiß es nicht.
Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Part auch wieder. Ich bleibe jetzt hier in Westungut statt als Ostler. Skandal, ich weiß, aber egal. Bis dahin, immer und 7 Uhr. Ey, kann ich nicht mehr quatschen, Leute. Hype. Würde gerne mehr aufnehmen, aber ich warte jetzt wieder ganz, ganz geduldig auf eure Kommentare und werde wieder voller Vorfreude die nächsten Folgen aufnehmen. Bis dahin wieder mal unser Übismodell. Also macht's gut, haut rein, Tschüssikowski und ciao.